Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, wir befinden uns eigentlich im Endgame und könnten uns natürlich jetzt gegen Gwyn zur Wehr setzen und ihn töten, was wir allerdings nicht machen, denn wir wollen ja auch den DLC spielen, das wurde mir auch nahegelegt, das zu machen, das mache ich dann auch. Und zwar muss man für den DLC ein bisschen was freischalten, das haben wir gemacht und zwar genau hier. Genau, wenn man hier wieder hinläuft, wo ihr die Hydra besiegt habt, das könnt ihr, ich weiß nicht, welche Folge das ist, könnt ihr mal nachschauen. Haben wir die besiegt? Da geht ihr jetzt mal wieder hin und könnt hier, müsst ihr natürlich die ganzen blauen Golems töten. Das macht ihr und dann rennt ihr hier hin. Und zwar da hinten ist noch eine Höhle, da können wir jetzt mal hinrennen. Ich will euch nur vorab schon mal sagen, weil ich keine Lust habe, nochmal zurückzulaufen. Da hinten in der Höhle besiegen wir einen goldenen Golem. Ein Eisgolem. Hat man ihn getötet, droppt er was. Und es erscheint eine Frau und die erzählt uns was, dass sie aus einer anderen Welt kommt und wir auch dahin kommen können. Erzählt sie zwar nicht genau, aber sie macht den Anschein dazu, das uns sagen zu wollen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Menschlichkeit habt, könnt ihr sie hier beschwören und nochmal mit ihr reden. Ihr könnt sogar mit ihr handeln, wenn ihr wollt. Ja. Und habt ihr den Golem da hinten besiegt, dann habt ihr einen Teil erfüllt. Und um den zweiten Teil zu erfüllen, müsst ihr zurück nach Anor Londo. Und da geht ihr am besten Richtung Richtung die Archive des Herzogs. Zu Beginn. Nicht zum Leuchtfeuer teleportieren, weil dann landet ihr direkt da drin, dann müsst ihr euch den ganzen Weg freikämpfen. Das müsst ihr aber nicht machen, wenn ihr durch Anor Londo geht und dann durch das orangene Tor, was natürlich nicht mehr orange ist, weil wir es geöffnet haben. Aber da könnt ihr reingehen und dann betretet ihr die Archive eben von 9 und dort trefft ihr dann auch einen blauen Golem. Der steht da oben, so ein Eisgolem, der steht da oben, der war vorher noch nicht da. Den könnt ihr dann auch besiegen. Und der lässt dann auch noch was fallen. Zusammen mit den Artefakten rennt ihr dann wieder hier hin. Und dann erscheint dieses Portal da vorne. Daneben liegt eine Leiche, die könnt ihr plündern. Und hier drin ist auch dieser Golem, der erste, den ihr besiegen müsst. Also wenn ihr die beiden zwei Golems besiegt habt, dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, weil dann könnt ihr hier rein. Was natürlich total blöde ist, dass es vom Spiel überhaupt nicht erklärt wird. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber es soll uns nicht interessieren. Wir wissen ja, wie es geht. Und können da jetzt rein. Dank einem netten Abonnenten bei mir, der mir das erklärt hat. So. Wir sind jetzt hier. Und untersuchen das jetzt. Ich war da noch nicht drin. Das wäre jetzt für mich das erste Mal, dass ich da reingehe. Vielleicht sollte ich mich vorher nochmal ein klein wenig heilen. Und dann, ich wollte mal kurz mein Schild ändern. Dick, dick, ding. Gehen wir auf das schwarze Schild. Bam. So. Und dann marschieren wir da rein. Los geht's. Oh. Was ist das denn? Nun gut. Wieder wahrscheinlich irgendwie so eine Art Teleportation irgendwo hin. Bloß eben mit einer Hand. So ist es zwischendurch mal. Mausoleumsgarten, okay. Hier sind wir jetzt wahrscheinlich. Oh, hier ist auch ein Leuchtfeuer. Das nehmen wir gleich mit. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Sehr gut. Wir rasten auch gleich mal hier. Und höhlen und machen uns mal kurz ein bisschen menschlich. Und ich würde glatt hier auch nochmal die kann ich Waffen verstärken eigentlich? Ich glaube nicht. Ein Drachenschwert könnte ich machen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nutzen es gerade nicht mehr. Ja, unser anderes Schwert ist auch ein bisschen höher. Zack, der Geist klingt auch nicht. So, warte mal. Mal gucken, ob ich irgendwas hier noch höher machen kann. Nö, anscheinend nicht. So ist das, ne? Klappt irgendwie gar nichts mehr. Aber, ich wollte mich aber mal kurz rausgehen. Mal kurz noch eine Seele fressen. Haben wir ein paar Menschlichkeiten. Haben wir da, guck mal, 15 Stück. Nutzen wir einfach mal eine. Obwohl, wir nutzen doch lieber zwei. Dann können wir hier schon mal. Ich weiß ja nicht, ab wann das nächste Leuchtfeuer kommt. Machen wir hier schon mal 20. Raus. Um heilen. Und entfachen mal. Zäm. Ups. Nicht schön daneben. So.
Okay. Funktioniert hier nicht. Das ist natürlich sehr schade. Aber warum funktioniert das hier nicht? Na gut. Geht anscheinend nicht. Schade. Aber das macht ja nichts. Dann können wir trotzdem mal unsere Seelen mal ein bisschen. Wir haben so viele Seelen eingesammelt. Da Seele hält, die werden wir mal benutzen. Dann können wir ein bisschen aufwerten ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, um überhaupt noch aufzusteigen. Das ist, glaube ich, geht in die Hunderte. Ja, Hunderttausende. So, Seeleritter nutzen wir auch. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie brauchen wir denn da? 41.000 brauchen wir. Gut, da sind wir ja gleich. So, gehen wir mal hoch. Hier, große seelenstolzer Krieger. Nutzen wir auch. Nutzen wir mal alle. Gut. Ich guck mal, wie viele Seelen wir noch haben. Wir benutzen einfach alle, machen die weg. Denn, ich glaube, ich würde ganz gern 2 Stufen aufsteigen, wenn es noch klappt. Ich glaube zwar nicht, dass sie so hoch kommen. Aber wir testen es trotzdem mal. Seele Soldat. Da kommen wir nicht ganz hin. Denn steigen wir so auf. Und zwar. Die Stärke. So. Ausrüstung können wir ein bisschen reparieren. Bisschen lidiert. Oh, das war's. Gut, dann laufen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier noch erwartet. So. Ach, das ist so eine kleine Höhle. Schild haben wir da. Ja, wie gut ist denn das Schild hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Huch, weggenommen. Das wollte ich gar nicht. Bam. Gut. Hier gucken. So. Dann merkt man sofort, 1-2 Tage nicht gespielt und mal gegen Magie, Blitz, Haltung, ja, haben wir alles ein bisschen. Magie nicht so viel, aber gegen Feuer auf jeden Fall. Gut. Okay, hier ist gleich schon ein Portal. Da gehen wir nochmal rein. Und gucken, was uns erwartet. Mausoleumswächter. Oh, da ist so ein anderes Viech. Eieiei. Oh. Der haut rein. Kann ich noch umzingeln, so ist er? Anscheinend nicht. Oh. Natürlich dumm. Eieiei. Einmal erwischt haben wir ihn zumindest. Oh. Ich wollte mich hier gerade wegsetzen. Okay, brauchen wir schon ein bisschen Leben. Das war natürlich dumm. Okay. Und der ist ein bisschen biestig, der gute. Was ist denn das da? Mutiert der Löwe. Ja. Versuchen wir nochmal. Und zwar ein bisschen anders vielleicht. Gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Achso, wir könnten auch mal unseren Ring ändern. Rostel Eisen nehmen wir stattdessen. Reduzierte Lage, Antwort auf Alvinas Beschwörung, verstärkt TP, aus haben wir drin. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Maximale Ausrüstungslast. Hartstahlring, verstärkte Verteidigung bei Angriffen. Gucken, ob hier irgendwas gibt, was gegen diesen Blitzkram da hilft. Na gut. Dann nehmen wir versteckt Verteidigung bei Angriffen. Ist ja vielleicht nicht verkehrt. Gut, geht's dann auch mal rein. So ein bisschen einspielen auf den guten Löwen. Ein bisschen mehr blocken, ein bisschen mehr rumkommen. Okay.
versuche meine Sachen einzusammeln. Ah. Okay. Der hat ordentlich Wumms drauf. Oh. Ah, dann rammt er einen. Wenn man aus diesem Schnee muss man weg sein. Oh nee. Na komm her. Ah, oh, dachte ich könnte auf seinen Schwanz einschlagen. Kann man wahrscheinlich auch. Oh Mann. Muss ein bisschen fixieren, sonst. Hey, ist der Schwede. Ich muss was trinken mal kurz. Ah. Komm mal her da, du blödes Viech. Oh. Oh Mist. Das gibt's doch gar nicht, den treffe ich nicht. Oh. Hab ihn einmal getroffen. Vielleicht nicht viel. Oh. Bin hier fest. Na komm her. Jetzt hat er so einen Skorpionstachel da oben, ne? Oh. Ah, ich dachte, man könnte. Ich bin zu langsam irgendwie. Komm her. Aber hat er so die gleichen Angriffsmuster die ganze Zeit? Muss man studieren? Ah, hat er mich da erwischt. Ich komme nicht hinter ihn hier bei dem. Boah. Aber ich hab ihn erwischt. Okay, jetzt wollen wir schon trinken gleich wieder. Alter, Schwede. Komm her. Blödes Viech. Ah, hab ich erwischt. Ah nein, ich hatte das Schild drin. Der Mist. Oh nein! Oh. Okay. Ah! Nein! Jetzt aber! Oh! Hätte man auch seinen Schwanz treffen können. Aber das konnte ich natürlich nicht. Oh. Zeit auch keine Fehler, das Viech, glaube ich. Oh. Muss immer das trinken. Oh, aber ein bisschen was muss ich trinken. Warum treffe ich nicht jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich bin vergiftet. Das hier geht nie ab. Oh nein. Oh nein. Mach ich. Oh, das war's. Okay. Aber ich glaube, ich könnte ihn erwischen. Alle guten Dinge sind drei. Wir probieren es nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ne? So, drittes Mal. Der ist gar nicht so leicht. Also,
Wahrscheinlich sagen andere jetzt wieder, der ist total easy. Ist er wahrscheinlich auch, wenn man den irgendwie genau aufpasst, aber... Mal gucken, also Vergiftung ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, wie viele er mir jetzt weggezogen hat bei Vergiftung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch nur sein Schwanz, der giftig ist. Ist mir gerade aufgefallen. Ach Mann. Da kriegt er mich auch jedes Mal mit dem Scheißding. Oh nein, ach ja, ich hätte auf den Schwanz aufpassen sollen, das war natürlich auch behindert von mir. Och Mann, ich passe auch überhaupt nicht auf gerade. Viech. Och Mann. Vergiftung muss ich wegmachen. Ich habe zwar was dabei, aber ich bin gerade so in Hektik hier. Kriegen hier. Jetzt sind wir gleich verloren. Okay. So! Blödes Biest. Dann soll ich mal was trinken hier. Und hier habe ich noch irgendwas zum... So. Wächterseele. Menschlichkeit. Gut. Okay. War nicht, so leicht, wie ich gedacht habe. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von da oder von da? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin da rausgekommen. Dann gehen wir in die Richtung. 30.000 Seelen. Das ist auch nicht die Welt. Aber wir können es mal kurz heilen. Gibt es noch irgendwas zu entdecken? Ich glaube nicht. Ja, Leute. Den haben wir erwischt. Gemocht hat er es nicht. Ich will wahrscheinlich zurück zum... Nee, hier ist das der richtige Weg. Geht's woanders hin. Oh, aber in einem Wald. Da ist ein Leuchtfeuer. Perfekt. Das nehmen wir mit. Und wir nehmen noch ein bisschen Menschlichkeit hier. So, umkehren. Nicht, dass uns irgendwas entgeht hier.
Okay, 10. Kann ich auch noch ein höher gehen vielleicht? Weiß es nicht. Da zählt das hier nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Noch 15, okay. 15 sollten erstmal langen. Und wir gehen weiter. Hallöchen. Da bewegt sich so ein Pilz. Na gut, hier hoch. Ich gucke nochmal kurz, ob es hier irgendwas gibt noch. Wahrscheinlich nur einen Fallen oder sowas. Da sind wir gekommen. Kann ich noch weiterlaufen? Ja. Okay. Gut. Kann man nichts machen. Komm. Oder was? Okay, komm, reden. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer. Snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Klar. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Urasil. Okay. Reden wir erstmal weiter mit dir. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast and threatens to swallow the whole of Urasil. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Okay, gucken wir mal, ob sie... Okay, sagt uns noch was anderes? Eins sagt das gleiche nochmal. Okay, vielleicht können wir irgendwas kaufen bei ihr. Reparaturpulver, Goldharz. Was noch? Verborgene Waffe. Okay. Elfenbeinbeschleuniger. Gut. May the flames guide thee. Dankeschön. So, ja. Ich würde sagen, das war's fürs heute. Das war's für heute. Und versuchen das beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.